Nach jahrelangem Streit hat das Bundesverteidigungsministerium erstmals 5 ehemaligen DDR-Soldaten, die an Radargeräten eingesetzt waren und später an Krebs erkrankt sind, Versorgungsleistungen zuerkannt. Nach Ministeriumsangaben sind solche Zahlungen an strenge Bedingungen geknüpft. Es müsse nachgewiesen werden, dass zwischen Strahlenbelastung und Krankheit ein Zusammenhang besteht. Bei vielen der über 1000 Antragsteller sei das nicht gegeben. Rudolf Pikos hat einen der 5 Bescheide aus dem Ministerium erhalten. Der ehemalige NVA-Soldat arbeitete 13 Jahre als Funkmesstechniker an einer Radaranlage in Brandenburg. Pikos leidet an Krebs. Spätfolgen seiner Arbeit, das wurde jetzt anerkannt. Ca. 300 Euro Zusatzrente pro Monat sind ihm dafür zugesprochen worden. Jeder, der irgendwann an der Radarstation war, musste das tun, was ihm befohlen worden war. Und da kann man nicht sagen, der war drauf, der hat das alleine gemacht. Das waren Befehle, die mussten wir machen. Und wenn man darauf erkrankt worden ist, ja, da müsste man auch was dagegen tun. Ne? Circa 500 Anträge ehemaliger NVA-Soldaten werden derzeit bearbeitet. Viele Betroffene könnten nicht mit einer Zusatzrente rechnen, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. Ein Zusammenhang zwischen Erkrankung und Radargeräten sei in den meisten Fällen auszuschließen. Anwälte hingegen sind sicher, dass den jetzigen positiven Bescheiden weitere folgen werden. Die Mandanten sind ja sehr krank, für die zählt jeder Tag. Und jetzt nach 3 Jahren wird endgültig akzeptiert, dass es einen grundsätzlichen Zusammenhang gibt. Wir sind darüber zufrieden. Wir denken, dass auch noch eine Reihe weiterer früherer NVA-Soldaten entschädigt wird. Unterschiedliche Auffassungen gibt es auch über die mögliche Signalwirkung für ein Gerichtsverfahren. 60.000 Euro Schmerzensgeld pro Person, darauf haben betroffene NVA-Soldaten geklagt. Die Anwälte glauben, dass die Erfolgschancen gestiegen sind. Das Verteidigungsministerium sieht dafür keinerlei Anhaltspunkte. Betroffen ist auch Rudolf Pikos. Das Urteil wird voraussichtlich Ende März am Landgericht Frankfurt-Oder gesprochen. Die Gesundheitsreform treibt die Kosten für die Lebenshaltung in die Höhe. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg die Teuerungsrate im Januar im Vergleich zum Vorjahr um 1,2%. Ohne höhere Gesundheitsausgaben wie Praxisgebühr und Zuzahlung zu Medikamenten wären es nur 0,6% gewesen. Billiger wurden dagegen Mineralöl und Pauschalreisen.